Willkommen zurück zu Overwatch 3. Wir sind hier mit Katie in der Joppel GmbH, denn im letzten Part haben wir eine weitere Quest gestartet, bei der wir als Katie spielen, in dem Paralleluniversum. Und ja, heute müssen wir hier hoch in diesen Raum, ich weiß gerade gar nicht mehr, das war Cafeteria, oder? Genau, ich habe jetzt den letzten Part nämlich seit ein paar Tagen aufgenommen, deswegen war ich mir da jetzt gar nicht mehr sicher, was das hier ist, aber das war die Cafeteria, genau. So, und dann gucken wir jetzt mal, was hier abgeht. Oh, so ein schickes Café. Das passt perfekt zu mir. Hm, was nun? Eine Frage der Etikett nehme ich an. Wenn dem so ist, werde ich mir die Mühe machen. Von dem Kampf bin ich richtig erschöpft. Ich verhungere. Da das hier ein Café ist, wie wäre es mit einer kurzen Pause? Klingt nach einem Plan. Hier unten sind ganz normale Angestellte scheinbar. Gut. Du sagst wahrscheinlich auch das gleiche wie früher auch. Ich hätte gerne etwas Süßes. Gibt es hier Pfannkuchen? Keine Ahnung. Das ist also das große Finale, hm? Das kam schneller als erwartet. Ich weiß zwar nicht, was zu tun ist, aber bring mir es hinter uns. So ist die richtige Einstellung. Okay. Hallöchen, Crowbot. Was ist los? Was ist unsere Aufgabe hier? Wahrscheinlich so ein Essensmenüspiel kann das sein. Das ist unsere Cafeteria. Sie ist ausgesprochen schick, wie ihr seht. Wir fertigen täglich frisches Sushi und frisches Tempura an. Oh, das ist wirklich wundervoll. Ich liebe beides. Also habt ihr Sushi und Tempura, aber kein Sukiyaki? Seid gefälligst mit Sushi und Tempura zufrieden. Allerdings werde ich als Roboter niemals verstehen, was Zufriedenheit ist. Oh, der Smiley. Das ist ja herzzerreißend traurig. Und jetzt zur letzten Aufgabe, dem Kochwettbewerb. Das ist ja wie im Fernsehen. Mithilfe unserer hochwertigen Zutaten kocht er das bestmögliche Gericht. Tut mir leid, Crowbot, aber wir haben hier ein Problem. Also sagt die Frau da am Tresen, oder? Ups, egal. Dann redet jetzt so. Was für eine Art von Problem. Sprich geschwind. Wir haben kaum noch Zutaten. Es bleibt uns nichts mehr fürs Mittagessen. Oh, meine Güte. Können wir stattdessen nicht eine andere Aufgabe machen? Wir machen also keinen Kochwettbewerb. Ich war schon voll drauf eingestellt. Wenn es keine Zutaten gibt, dann geht ihr los und besorgt welche. Was? Wo ist denn der nächste Laden? Nein, geht zum Aquarium und angelt sie heraus. Eine wahre Heldin muss in der Lage sein, für sich selbst zu sorgen. Warum? Es ist doch einfacher, in einen Laden zu gehen. Wir haben keine Wahl. Auf zum Aquarium. Okay. Wieso kommt mir das so furchtbar bekannt vor? Tja, Nathan, weil du was Ähnliches auch durchgelebt hast, würde ich sagen. So, Garnelen-Sushi, aha. Ich habe noch nie... Wobei, stimmt gar nicht, ich habe schon mal Sushi gegessen, aber nur einmal. Und ich weiß gar nicht halt wirklich, wie es schmeckt, ehrlich gesagt. Also, ja, könnte man sagen, noch nie. Weil ich, wie gesagt, nichts mehr weiß. Ist der Highbock gerade... Der sieht anders aus als vorher, oder? Der ist jetzt lila und hat so... Wimpern am Auge. Der sah auch vorher nicht so aus. Das ist ja geil. Die haben sogar für das Kapitel einen neuen Highbock gemacht. Ich liebe solche Detailarbeit einfach. Ich liebe es. Was machen wir mit den Fischen, die wir fangen? Sushi? Sashimi? Wusstest du, dass ich der Chefkoch im Drachenpalast bin? Ich kenne mich besonders an Meeresfrüchten aus. Du bist ja auch gefühlt der einzige Bewohner von Drachenpalast. Neben Odysseyan. Meeresfrüchte? Sowas esse ich gerne, so viel ist sicher. Beim Kochen, ich schätze, ich mag es Tempura zu machen. Schön knusprig. Sag mal, gibt es nur Fisch? Ich weiß nicht, ob ich das so gut heißen kann. Ja, es ist auch ein Fisch quasi. Wie meinst du das, warum? Sieh mich doch an! Hey, fangen wir auch ein paar Fische, ja? Wie? Nein. Komm schon, welche Heldin ist schon gut im Angeln? Ich, hoffe ich. Hey, magst du mir das Angeln beibringen? Man hält also die Leine ins Wasser und dann... Warte mal, was anbeißt und zieht es wieder raus. Beeil dich und sammle bitte die Zutaten zum Kochen. Ist ja gut, meine Güte. So. Der Fisch sieht ganz geil aus. Ach, ich muss das stimmt, so, oh. Ups. Das habe ich mir... voll vergessen. Ich habe jetzt an das Angeln aus Teil 1 gedacht, aber... hier musst du ja... wie ein Teil 2 kurbeln.
Das habe ich gerade voll vergessen. Ich habe jetzt fast meinen Stift vergessen rauszuholen. Soll ich jetzt hier alle Fische angeln oder wie ist das? Ich habe keine Ahnung. Oder reicht eventuell einer? Das ist alles auch doof, weil ich kaum auf dem 3DS-Screen gucken kann. Weil ansonsten eben... Ups. Genau sowas passiert. Nee, weil ich ansonsten halt nicht richtig ins Mikrofon sprechen kann. Meeraal. Aha. Was haben wir hier noch? Ist auch noch so ein Meeraal, oder? Ich hoffe einfach, dass ihr mich halbwegs gut verstehen könnt, wenn ich hier so ein bisschen auf den 3DS-Screen gucke. Achso, ich muss loslassen. Aber das Angeln macht eigentlich Spaß hier, dieses Minispiel. Weißfisch. Nee, das ist ein Weißfisch und kein Aal. Du bist auch wieder so ein Aal, oder? Finden wir es heraus, würde ich sagen. Da hinten ist auch schon seltener. Ich habe keine Ahnung, ob ich wirklich alles angeln muss, aber ich mach's einfach mal. Zumindest probiere ich's. Ein Meeraal. Und hier haben wir nochmal so einen seltenen wahrscheinlich. Ein seltener Meeraal. Loslassen. Ja, ich lass doch los. Okay. Sehr schön. Ein Meeraal Stern. Wundervoll, hier gibt's nichts. Ich weiß, liebes Spiel, ich weiß. Nichts mehr, meinst du wohl. Super, wir haben genug Fisch, um eine Woche satt zu werden. Angeln geht auch, aber sie aus gefrorenem Wasser zu schlagen, ist einfacher. Hehe, das ist sicherlich mehr als genug fürs Mittagessen. Haha, es wird kein einziger Fisch mehr übrig bleiben, wenn ich fertig bin. Hm, sehr gut. Aber hinter dem Test steckt mehr, als man denkt. Katie, ich wette, ich kann mehr Fisch als du fangen. Lust auf einen Wettkampf? Ja. Okay, klar. Coolio, das Aquarium wird leer sein, wenn ich damit fertig bin. Ist aber keine so gute Idee, dass das Aquarium leer gemacht wird. Ich kann mir schon vorstellen, was passieren wird. Sie werden in Highburg herausangeln und dann dreht Crowbar total durch. Katie! Jetzt bin ich gespannt. Die haben dafür sogar die Cutscene-Teils animiert. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, das ist der größte Fisch, den ich je gesehen habe, außer in Filmen. Vor allem, das war das erste Mal, dass wir in einer Nebenquest eine Cutscene hatten, oder? Puh, zumindest ist der Crowbar nicht durchgedreht. Das kommt noch. Wie bestialisch, wie barbarisch. Missborg. Ich bin hier einfach so schön glücklich herumgeschwommen, als du plötzlich aufgetaucht bist und mich grausam aus dem Wasser tattest. Wie frech. Was? Schön, wenn Leute mich kennenlernen wollen, aber das hier ist einfach dreist. Eine ehrliche Entschuldigung ist jetzt wohl angebracht und alles wird vergeben. Entschuldige, wir werden beim nächsten Mal vorsichtiger sein. Okay, so müssen wir nicht gegen Crowbar kämpfen. Finde ich gut. Das wäre jetzt echt nervig gewesen. Und so findet der Wettkampf sein Ende. Ich werde jetzt die Gewinnerin von Damen ohne Erbarmen bekannt geben. Wer sagt das? Der Crowbar? Ah, nee, okay. Ich danke euch allen fürs Mitmachen. Ich habe alles durch Crowbars eingebaute Kamera gesehen. Sie haben uns beobachtet? Jetzt habe ich die große Ehre, das Ergebnis zu verkünden. Also jetzt ohne weitere Umschweife. Die Hell Nummer 1 ist diese entzückende Hai-Dame. Wie geil. Hä? Ich? Meine Güte, ich bin ganz durcheinander. Jetzt warte mal eine Sekunde. Wie ist das denn auch nur andersweise fair? Sie hat doch nicht mal mitgemacht. Das war der letzte Test, eure Heldinnenkräfte mit ihren zu messen. Wie sich herausstellt, hat sie mehr Heldinnenkraft als alle zusammen. Das kann doch nicht sein. Ich sagte euch doch, in dem Test steckt mehr, als ihr vielleicht denkt. Dazu kommt, dass die Jury nur aus Fisch-Yokai besteht, XD. Oh Mann, wie geil. Das war eine coole Quest. Mein Beileid, Mädels.
Sie hätten es Fischmädel Nummer 1 oder so nennen sollen. Naja, es hat trotzdem Spaß gemacht und ich habe neue Freunde gefunden. Und dank der Verbindung mit dem Uhrenladen könnt ihr jederzeit zurückkommen. Miss Borg, die Helle Nummer 1? Jetzt habe ich echt alles gesehen. Nicht, dass du nur gewonnen hättest, wenn du Miss... Nicht, dass du gewonnen hättest, wenn Miss Borg nicht mitgemacht hätte. Das ist Unsinn. Die Helle Nummer 1 sollte eine der Supermädchen sein, ja. Das sagst du doch nur, weil du eine Katze bist. Wenn du mich fragst, ist Katie die Helle Nummer 1. Wie bitte? Haha, oh mein Gott! Bist du etwa in sie verliebt oder so? Nein, natürlich nicht! Beruhig dich mal, Erika! Na, wenn da nicht zwei einen guten Draht zueinander haben. Wie meinst du das, Katie? Erika, keiner lacht außer dir, Rotzlöffel. Reiß zusammen, okay? Meine Güte, manchmal kann Katie auch ein bisschen begriffsstutzig sein. Oh Mann. Damen und Herren, Baum abgeschlossen. Sehr schön. Hast du eine coole Quest? Einer der besten im Spiel, würde ich sagen. Ja, finde ich auch Whisper. War eine sehr gute Quest, auf jeden Fall. So, ein hübscher Ring, ein Zierstrohhalm und ein Liebesknaller. Okay. Wunderschön. Oh, die spirituellen Studien wären natürlich geil, aber bekomme ich leider nicht. Na okay, mittlere Kluge ist auch super. Kann ich zumindest ein paar Erfahrungspunkte dazu geben. So. Erika hat zwar einen Sprung in der Schüssel, aber passt trotzdem auf sie auf. Werde ich machen. Oh mein Gott, die USA sind so cool, yo! Ihre Erkundungstour gehen! Katie, hast du einen Vorschlag, wo ich hingehen könnte? Hat der junge Herr Mac wieder die ganze Nacht allein gespielt? Irgendwann muss mal jemand die Antwort mit ihm reden. Katie, möchtest du mal das Soft Ice im Lagerhaus 3 Markt ausprobieren? Ich will es zumindest einmal probieren, aber welche Geschmacksrichtung nur? Keine Ahnung. Könnte ich jetzt auch nach Amerika gehen? Quatsch. Nach Japan gehen bestimmt nicht, oder? Ich will nur mal testen, ne? Nee, war klar. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zurück dem Yokai Martin, wo war das nochmal? Hier, Traumrad. Dass wir wieder in Nathans Welt gehen können. Und dann dort weitermachen mit Nathan. Und mal schauen, was da abgeht. So. Warte mal, wie komme ich zurück in Nathans Welt? Wie geht denn das nochmal? Scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt hier einfach irgendwie, wie ging das denn nochmal? Ich bin gerade voll doof. Wie komme ich zurück in Nathans Welt? Doppel. Hä? Ich habe das gerade voll vergessen. Weil ich den Part, wo wir die Quest das erste Mal hatten, halt vor Ewigkeiten aufgenommen habe. Wie komme ich nochmal zurück in Nathans Welt? Kann ich hier irgendwie auf den Yokai Papers machen? Oder im Nachrichten, ne? Lass die Vergangenheit hinter dir. Das ist jedenfalls meine Meinung. Aber in einer gewissen Wohnsiedlung gibt es einen Spiegel, der zeigt, wie die Welt in früheren Zeiten war. Gruselig, oder? Was? Okay. Der letzte Dreieckspreis. Wir drehen Süderladen. Okay, ja. Wozu diese Münzfragmente? Die kann man zusammenfügen. Ah, okay. Flussufer im Krämerviertel. Okay, interessant. Wo das ging, wusste ich auch nicht, aber es geht auf jeden Fall. Gewisse Wohnsiedlung ist ein Spiegel, der zeigt, wie die Welt in früheren Zeiten war. Das
ist interessant. Aber wie komme ich denn zu... Hä, habe ich meine Yuki gar nicht ausgerüstet? Wie komme ich nochmal zurück zu Nathan? Kann ich mit dir irgendwie reden und da zurückkommen? Nee. Okay, ich schneide mal ganz kurz, dass wir irgendwie... Dass ich nochmal in dem Part schaue, wo wir diese erste Quest gemacht haben. Dass ich weiß, wie ich wieder in Nathans Welt komme, weil ich bin gerade ratlos irgendwie. Ich komme... Oder... Get a Save Point? Warte mal. Nö. Okay, kurzer Schnitt. Ja, wie wär's, wenn man einfach mal das Offensichtlichste macht und an den Ökamaten geht? Ich bin doof, sorry. Habe ich verpennt irgendwie, dass man das so machen muss. Zweiter Preis, yay. Und wieder zurück in unsere Welt. Ich bin doof, was tut mir leid, das habe ich voll vergessen irgendwie, dass wir das so machen können. Aber okay, sehr schön. Jetzt sind wir wieder in unserer Welt. Nee, ich will nicht am Traumrad drehen. Ich möchte, wenn, dann am Yokai Maten den USA, Quatsch, in Japan drehen, weil wir da halt noch kaum Yokai rausgezogen haben und hier am Traumrad halt schon so ein paar. Deswegen machen wir das lieber hier. So, ich habe noch ein paar Münzen übrig. Und die setzen wir jetzt mal ein, würde ich sagen. Oder eine Truhe? Ah, die habe ich schon aufgemacht, stimmt. Ich erinnere mich. So, und dann gucken wir mal, was wir noch so für Quests machen können. Wir können mal versuchen, die Komadenbrüder anzufreunden irgendwie. Ja. Und dann gute Frage, was wir machen. So. Lass uns Darts spielen. Hoffentlich treffe ich noch was Gutes. Mal gucken. Ich erkenne es noch nicht. Eine 4, oder? Wieder? Oder ist es die 30? Ne, die 4. Ich wollte gerade sagen, als ob die 30 ist. Ah, ja, okay, jetzt habe ich gesehen. Der Pfeil, ja, ich habe gedacht, der Pfeil wäre in der anderen Richtung gewesen. Gut, Yokai Münze. Ich hab nur noch eine davon. Oh, dann muss ich neue mir holen. Ich dachte, ich hätte noch 3 gehabt oder so. Ups. Das habe ich dann wohl verwechselt. Tja. Oh. Nur Müll, den wir schon haben. Aber okay. Garudrun. Gut, meinetwegen. Hier können wir Schatten Natur bekommen. Goldinian, haben wir den schon? Ich weiß gerade gar nicht, ob wir den schon haben. Ich probier's mal. So. Also in Teil 2 habe ich noch auf jeden Fall schon. Kleiner Fiesling. Wow. Hier gibt es irgendwie irgendwo Yokai. In den ersten Plätzen. Oder ist das bloß heute so? Und morgen gibt es eventuell Yokai auf dem ersten Platz. Tanzsternchen. Oh, der ist ja noch unbefriedigender als der Yokai Maru aus den ersten beiden Spielen. Wendelin, was bist du denn für einer? Kein Kissen ist hier vor mir. Willst du mal sehen? Wendet der immer Kissen oder was? Wendelin. Wendelin, aha, nein. Was auch immer du für ein seltsamer Freak bist. Willkommen in meinem Medaillon, was? Ah, das war's schon? Ach, ja, stimmt, 4. Ich habe irgendwie 5 im Kopf gehabt, warum auch immer. Ich bin heute irgendwie durch den Wind, keine Ahnung. Okay, dann gehen wir jetzt mal zur Yokai World und versuchen nochmal die Komadenbrüder anzufreunden, würde ich sagen. Und wenn das nichts wird, dann... Tja, keine Ahnung. Ist ja Part eh schon vorbei, würde ich sagen, weil wir ja schon, ups, relativ lang aufgenommen haben. Hallöchen. Hallo, ich möchte, red mit ihm bitte, meine Güte. So, ja, ich bin bereit fürs Training. Let's go. Okay, fangen wir an.
So, mal gucken, was das wird. Hoffentlich besser als die vorherigen Versuche. Aber ich meine, ich kann ja nichts beeinflussen. Es ist einfach nur Glück haben. Dass ich spontan Bock haben, sich anzuschließen. Das ist alles. Einfach nur Glück haben. Oh, kommt mal die Hälfte weg. Quatsch, ein Viertel meine ich. Na los, haut drauf. Haut alle ordentlich drauf. Oh, jetzt heilen sie sich wieder. Ich tausche mal nochmal aus, weil ich gerade keinen Heiler brauche. Ich hoffe, dass Schneeschnipp eventuell besser ist als normal. Aber nur, sie besiegt gerade, nur warum auch immer. Greif doch bitte einfach ach mal an. Dankeschön, 102, nice. Cool, wenn ich eine Strahl schon mal habe, nehme ich ihn jetzt mal. Jetzt habe ich halt gerade Schneeschnipp nicht draußen, aber was soll's. Das ist halt nicht hier verfügbar, weil die nehme ich sonst immer. Oh, das ist aber auch interessant. Einfach mal so richtig viele kleine Kugeln. Die machen zwar insgesamt nicht so viel Schaden, aber damit kann man halt viel besser treffen, weil das halt viel genauer fliegt. Und auch das Ziel halt genauer ist als mit anderen Möglichkeiten. Das ist ganz cool. Eventuell nehme ich das auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber das von Schneeschniff, das ist halt so schön groß und trifft deswegen teilweise besser einfach. So, okay, noch mehr Runden. Mann, ey, das nervt einfach. Warum kann ich ja keine verbotenen Früchte dafür benutzen? Das ist einfach nur dumm. Aber okay. So. Dann ist die Frage, was wir jetzt noch machen können. Ich habe keine Ahnung, ob wir noch irgendwo Quests eventuell offen haben. Mit Nathan. Ich habe halt keinen Plan. Das ist doof, das ist doof. Haben wir noch irgendwas hier? Ich wollte mal gucken, wie ich die Quests. Die Dings hier Quests, die Fancy Dead Quests machen kann, weil ich habe ja noch ein paar Magazine gefunden, aber kann halt irgendwie die Quests nicht annehmen. So. Aber ich glaube, es gibt halt noch eine Katie-Quest. Eventuell geht die ja jetzt auch schon. Ich will mal gucken. Weil wenn ja, könnten wir die schon direkt annehmen und dann die Quest mal machen. Ich muss hier hin. Ups. So, Traumrad da. Ich will mal gucken, ob die Katie-Quest jetzt schon geht. Wenn ja, fange ich die heute schon an. Nee, leider nicht. Schade. Ey, guck mal auf der Karte. Ist das Taumrad voll ausgegraut? Das ist ja cool. Das fällt mir gerade zum ersten Mal auf. Weil wir es halt nicht mehr benutzen können. Und unten ist ein Jobandis. Nehmen wir den mal fest, würde ich sagen. Ich erkenne zwar nichts, aber egal. Ist mir auch recht. Oh, was ist ein Jobandis? Fangen wir den einfach mal. Oh, geh mal aus dem Weg, Auto. Ich bin gerade auf Verbrecherjagd hier. Ich sehe ihn halt nicht mal. Wimmer. Ich bin Joban. Quatsch. Ich bin Joban, die Dicker. Ich bin Wimmer. Ich bin einfach Joban, die. Mein Verbrechen geht eine Eröffnungszeremonie für eine unfertige Brücke. Wow. Okay. Das ist halt auch klug. Dann besiegen wir den mal ganz kurz. Ah, das ist ein Recolor von Shimmer. Sagt der Name ja auch irgendwo. Shimmer hat mir einen Teil 1 im Team gehabt. Und er war tatsächlich auch ganz cool, wenn ich mich recht entsinne. Der kann halt dreimal angreifen und macht ganz guten Schaden und so. Deswegen habe ich es eigentlich genossen, mit dem zu kämpfen. So, dann gucken, wie er jetzt hier ist. Aber bisher stellt er sich nicht wirklich gut an. Also er blockt halt nur auch. Oh. Aber viel mehr macht er auch nicht irgendwie. Stumpfe Klinge! Eine stumpfe Klinge wird kaum was bringen, mein Freund. Aber der wäre gerade ein Dings gewesen. Das werde ich jetzt wohl nicht mehr bekommen, leider. Oh, er ist auch ziemlich schnell.
Das Unquest ziemlich schnell. Da wäre jetzt das viel präzisere und schnellere Zielen mit Normas Medaille cooler gewesen. Und halt nicht dieses. Oh Gott! Langsame und eher ungenaue mit dem hier. Wobei, was heißt langsam und ungenau? Es ist einfach die Flugbahn von den Dingern. Die fliegen halt so ein bisschen langsamer und deswegen einfach schwerer zu treffen einfach. Beziehungsweise ist es schwerer, den dann zu treffen, deswegen. Gut. Ja, haben wir den jetzt auch festgenommen. Und jetzt wird gleich Massenmörder wieder kommen, aber der ist mir egal. So. Okay, schön, dass du es jetzt nachprüfst. Das ist wundervoll von dir. Gut, wie viel bringt das? 3600, ja, ist nett. Angriffsanmacher, nice, danke schön dafür. Okay, ich weiß, aber den ignoriere ich wieder, wie gesagt, weil wir den nicht mal besiegt haben. Wobei, vielleicht bringt es ja irgendwas. Ja, das können wir in den letzten paar Minuten des Parts machen. Wir kämpfen nochmal gegen den, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das eventuell stärker ist oder so. Ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, aber mal gucken. Gesucht, Massenmörder. Oh nein, wie furchtbar. So. Gefahr, Gefahr, ich weiß. Gut, wo ist er denn? Wo kann ich ihn finden? Irgendwo. Irgendwie nirgendwo. Ah, da unten nicht sehen. Ich sehe ihn. Oh, jetzt fahre ich alles davor, ich Depp. Bleiben Sie stehen im Namen des Gesetzes, Herr Massenmörder. So. Ich mag diesen Ort hier heute, dass ich einfach nichts sehe. Auf der Kräfte zugenäht, seid ihr immer noch hinter mir her. Egal wie oft wir. Was? Wie oft wir es müssen, wir brechen immer wieder aus. Sam, los geht's. Ja, hoffentlich bist du noch genauso schwach wie das letzte Mal auch schon. Ich habe ja schon ein paar 30 oder so zum ersten Mal besiegt, deswegen. Es wird wohl halbwegs okay sein. So. Greif mir mal an, ich denke mal, er wird jetzt fliehen, oder? Ah, nee. So. Ja, bleibt wirklich stehen, er flieht nicht. Das ist ziemlich cool. Aber guck mal, wie wenig Schaden. Quatsch, wie viel Schaden er nimmt. Das ist auch ziemlich cool. Jetzt kommt der komische Teddy wieder. Ich weiß gar nicht mehr, was er mit dem auf sich hat. Ich glaube, den muss ich jetzt umbringen, oder? War das nicht so? Wir probieren es mal ganz kurz. So. Garuda Flamme, let's go. Okay, hat nicht mehr so viele Lebenspunkte. Ich muss mal kurz heilen, weil sonst bin ich gleich tot. Halt einige Let's Plays, genau. Lebenspunkte, gut. So, dann schießen wir drauf los. Oh, das Helm ist ziemlich schnell. Oh mein Gott, das ist krass. Oh, Massenmörder ist nicht so schnell. Den treffen wir ganz gut, würde ich sagen. Mann, ich will das Helm treffen. Das ist verdammt immer. Ja, okay, Sam ist gleich schon tot. Das ist ziemlich praktisch. Greif mal schön an. Okay, Sam ist tot. Jetzt ist er halt voll kaputt deswegen. Das ist praktischer. Oh Gott, ich treffe nicht. Hallo. Meine Güte, ey. Okay, jetzt ist er wieder auf dem Bein, leider. Oh, er nimmt ganz guten Schaden. So, und das? Muss ich jetzt nicht zurückkicken irgendwie? Ja, genau. Jetzt ist es drüben bei ihm, aber ich glaube, das würde ihn jetzt nicht treffen, oder? Ah doch, guck mal. Das ganze Feld ist aktiviert bei ihm jetzt drüben. Und boom. Sehr schön. Was? Das war gerade Volt. Irgendwas mit ganz vielen Xen, kann das sein?
Gut, versuchen wir es mal mit ihm hier zu treffen. Oh, sogar hoch, oder? Ja, sehr geil. Gut, dann... Viele... Oh Gott! Viele Kugeln und schön treffen. Okay, aber war gar nicht mal so viel Schaden wie gedacht. Was bringt das hier? Keine Ahnung, was das gebracht hat. Egal. Das für Dynamit. Kicken wir uns mal zurück, würde ich sagen. Und das sollte ihn jetzt umbringen, wenn er nicht schon vorher stirbt. Okay, sehr schön. Und das war's. Ja, es ist kein schwerer Bosskampf. Vor allem, weil wir den ja schon mal geschafft haben. Aber gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Das ist nice. Goldpuppe. Nett. Nett, nett, nett. Verkläfft und zugenäht. Sam, rette dich selbst. Nein, ihr kommt beide mit. Verkläfft und zugenäht. Sam, vergib mir. Tja. So, ist wieder hinter Gittern. Da, da, da. 10.000 BP, nice. Gut, aber das war's für heute erstmal. Ich hoffe, im nächsten Part schaltet ihr wieder ein zum Overwatch 3. Bis dann und ciao, euer V-Road. Tschüss.